Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg, hier im Mehrspieler mit Mr. Whist. Der steuert die Mittelmächte, wir haben die Entente. Wiederholung anzeigen, jupp. Bin vor allem gespannt bei der Flotte, wie es da weitergegangen ist. Wir haben die ja letzte... Ach, die Party... Mist, die Partisanen da hinten, ganz vergessen, dass die ja spawnen. Das könnte ein wenig Ärger bedeuten, müssen wir gleich mal gucken. Hier und da Attacken. Ach, über diese deutschen Einheiten, die zu Hilfe auftauchen, das ist doch lästig. Okay, Bombardements. Jetzt schon Bulgaren, die hier an der Front aushelfen. Österreichische Flotte lässt sich noch mal kurz blicken. Ah ja, die Schiffskämpfe. Die Deutschen scheinen sich zurückzuziehen. Aber wir haben hier noch eine zweite Flottengruppe, die da hoffentlich reinfährt und möglichst viel Schaden anrichtet. Autsch. Ja, ich fürchte, die Briten werden auf Dauer ein paar neue Zerstörer bauen müssen. Leichte Kreuzer an so einem Krams, aber erstmal weitersehen. Hier und da ausgeteilt. Versenkt noch jemand dieses U-Boot? Oder ich meine, es ist gerade sehr wertvoll, dadurch, dass es einfach überlebt hat. Und uns zeigt, dass viele deutsche Schiffe erstmal wieder wegfahren. Okay, und Griechenland tritt dem Krieg bei. Wenn es auch natürlich im Moment recht schwach ist. Also wir haben ein paar Schiffe verloren, ein Schlachtschiff und ein bisschen Kleinkram und ein russisches Korps. Ersinussi-Aufstand, ja, naja, gehen wir gleich hin. Griechenland ist bei der Entente und dann noch ein paar Blockaden. Der Zar führt jetzt selbst die russischen Streitkräfte, so weit, so gut. Wir kriegen ein Schiff, das passt, Frankreich kann auch noch ein neues Schiff reinwerfen, neue russische Kurs. Jetzt haben wir natürlich auch schlechtes Wetter. Ah ja, wir sehen hier die deutsche Flotte. Oder Teile davon. Wo sind die jetzt alle? Hier zum Beispiel sowas wie den Schlachtkreuzer sollten wir möglichst erwischen. Oder wenigstens die U-Boote. Aber ich nehme mal an, alle größeren Schiffe sind hier inzwischen wieder ein Stück weit zurückgekehrt. Das ist natürlich ausgerechnet in unserem Zug schlechtes Wetter sein muss. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Wenn die Feindschiffe nämlich kaum jagen. Das ist mehr. Ja, es sind wahrscheinlich noch ganz viele U-Boote und hier die kleinen Schiffe, die jetzt alle wieder nach und nach versuchen zu entkommen. Da ist noch ein Schlachtkreuzer, den sollten wir vielleicht sehen, dass wir den noch rauskriegen. Ja, wundervoller Angriff. Soll das ein Witz sein? Oh, das ist ja noch einer. Ah, noch ein Panzerkreuzer. Okay, und das ist ein Schlachtkreuzer. Was haben wir hier noch? Ein Panzerkreuzer, der nicht mehr recht ins Geschehen eingreifen kann, außer hier bei den kleineren Schiffen. Nein, und du fährst bitte nicht durch die deutschen Seeminen, damit wir uns da schon mal einig sind. Panzerkreuzer. Ja, gut, den können wir gegen die U-Boote gebrauchen.
Ein Schlachtkreuzer, ja, der kommt aber auch nicht so recht dahin, wo es schön wäre. Kurz mal aufpassen, nicht, dass er in die französischen Minen reinfährt. Gut, was haben wir jetzt selbst noch? Die Flugzeugmutterschiffe nutzen ja gerade nicht ganz so viel, weil sie schlichtweg nicht angreifen können, aber die Zerstörer. So, dieser leichte Kreuzer begibt sich bitte irgendwo in Sicherheit. Hafen, das Schlachtschiff hier kann zum Beispiel aus dem Hafen raus. Ah, es könnte hier drüben sogar noch eingreifen. Sonst noch jemanden? Ja, noch ein Schlachtschiff. Ist gut, ein deutsches Schiff weniger. Was haben wir hier denn noch? Einen leichten Kreuzer. Hier ist noch ein Schlachtschiff. Fährst bitte nicht durch die deutschen Minen. Das ist eigentlich eine ganz hilfreiche Taktik, würde ich sagen. So, du rast hier in einen Hafen. Danke. Ist auch erstmal in einem Hafen. Was haben wir hier noch? Noch ein Schlachtkreuzer. Ist dahin und du fährst dahin. Steckt sich da drin noch jemand? Nein, okay. So. Noch ein Schlachtschiff. Vielleicht einen etwas stärkeren Feind. Oh. Mist, die haben da noch ein Schlachtschiff. So, Mutterschiffe, falls das Wetter nächste Runde besser wird. Zum Kampf gegen die U-Boote, ihr begebt euch mal dahin. Die sind erstmal in der Werft. Hier haben wir ja einen leichten Kreuzer. Gaut es nochmal eben auch ganz auf Nummer sicher. Okay, da ist keiner. Flugzeugunterschiffen nähert sich auch ein bisschen, falls die U-Boote da bleiben. Ja, sonst ist unsere Flotte hier, denke ich mal, ganz gut im Einsatz. Okay. Du begibst dich auch erstmal in Sicherheit. Wir schauen am besten gleich nochmal. Oh, der hat natürlich. Ja, wir schauen am besten dann gleich nochmal, wo wir vielleicht Punkte dann haben, noch Schiffe wieder in Form zu bringen, die hier gerade im Hafen liegen. Österreichische Flotte, ich glaube, hier war nichts weiter passiert. Nö, die haben kurz mal Hallo gesagt und sind dann wieder abgedampft. Ja. Hier ist nichts weiter los. Okay, gehen wir zur Westfront, genau. Die Kanonen hier machten sich bereit, Geschütze zu sammeln, um Lüttich irgendwann anzugreifen. Hier, wir könnten vielleicht mit diesen vier Geschossen könnten versuchen, dieses Feld anzugreifen, weil da richten sich gerade beide Kanonen drauf. Es ist doch schön, eine starke Artillerie zu haben. Du wirst natürlich unbedingt noch dringend weiter forschen, dass die dann noch mehr Geschosse pro Runde generieren. Zwei, vier. Ach, deren Artillerie natürlich. Ja, ich sehe, die Deutschen haben inzwischen auch ein wenig Artillerie gebaut. Was die Einheit da drüben aber nicht mehr rettet. Und ich wollte bewusst mit dem hier nicht angreifen. Kann der nämlich hier reinziehen und sich da schon mal verschanzen. So. Okay, rücken wir ein wenig auf. Okay, es wäre dann nächste Runde vielleicht schön, sich diesem Feld hier anzunähern, damit man noch eins direkt hier bei der Festung von Lüttich hat und dann quasi nach dem Artilleriebeschuss von drei Seiten direkt attackieren kann. Das heißt, im Prinzip, diese Kanone müsste hierhin aufrücken. Machen wir das so rum und schießen dann unsere nächste Runde in dieses Feld und danach, würde ich sagen, greifen wir die Festung an. Also gut, du kannst vielleicht hier ein bisschen aufrücken. Sonst doch jemand, der hier irgendwie Verstärkung bräuchte.
Ja gut, die Reiter, die werden aber gleich so eine teure Angelegenheit. Können uns ja sogar mal Eliteeinheiten wieder gönnen bei den Briten, aber soweit so gut. Die italienische Front. Also die Bulgaren sind da und helfen hier offensichtlich aus. Und wir haben kaum Angriffsmöglichkeiten. Ich würde erstmal sagen, ihr müsst da raus. Die rücken wir hier jetzt effektiv vor. Natürlich dieses deutsche Korps da gerne loswerden, das geht aber erstmal nicht so recht. Wollen wir wohl Artilleriehilfe brauchen? Ich würde sagen, wir tauschen euch durch und upgraden euch und dann ab nächster Runde sammeln wir Geschosse, um den da anzugreifen. Wäre es vielleicht auch praktisch, wenn unser Aufklärungsbomber ein bisschen was könnte. Euch auch erstmal da stehen lassen und auch wieder verstärken. Die Bulgaren kommen von da, ihr solltet ihr tauscht mit den Briten durch. Die Briten verschanzen sich hier. Wir verstärken euch. So. Soweit, so gut. Die Abteilung hält da erstmal. Ihr halt da. Könntet noch dorthin aufrücken. Und du gehst in den Ort. Ja, soweit, so gut. Hatten wir halt erstmal, ja, eine Runde mit Verstärkung. Und dann nächste Runde oder übernächste mit Artillerieunterstützung gehen wir hier entlang weiter. Hier drüben, um so richtig jetzt vorzurücken, bräuchten wir auch erstmal eine Artillerie. Da gehen wir da noch. Ich meine, wir haben auf der Straße theoretisch eine Versorgung von 5. Aber ich sehe gerade, wohl dieses Korps könnte noch auf das. Nein, warte. Das kann nicht einrücken. Kontrollzone verhindert Bewegung. Aber diese Briten müssten da rein können. Genau, sonst gehen wir hier auch mal leicht offensiv. Wir ziehen dahin nach. Ihr zieht dahin nach und ihr könnt im Prinzip da auch die Position halten. Können wir nämlich hier dem HQ nochmal unsere Meinung geigen. Sehr schön. Ja, sonst bleiben wir auch erstmal so weit stehen. Wir haben einige Fronten hier inzwischen. Okay, ja, diese Partisanen. Genau. Da sollten die Italiener eigentlich helfen. Hat man davon, wenn man sie vergisst. Ich hoffe mal, die machen nicht zu viel Ärger und dass wir demnächst dann hier mit den Einheiten die einfangen können. Die hier zum Beispiel, die sollten ja auf den Truppentransporter steigen. Und nach Griechenland fahren. Könnt ihr das auch so vielleicht? Na gut, wir geben. Obwohl, da sind die osmanischen Schiffe hier und da. Die kommen natürlich so exakt gerade nicht an einem Hafen an. Geben wir im Zweifel doch mal Vollgas. Und landen sie, würde ich sagen, erstmal in Korfu an. So, wir haben hier natürlich viel zu wenig Einheiten. Die erste Stadt müssen wir gefühlt schon wieder aufgeben, damit die da sich wenigstens verschanzen können. Ja, wir bräuchten hier eigentlich mehr Leute. Andererseits findet doch jetzt in Ägypten so langsam die Offensive statt. Nach Gaza hin. Wir haben 2 Geschosse. Ob das reichen wird, ist mehr als fraglich. Ich würde sagen, ja, 2-0, 2-0, 2-1. Sagen wir, versuchen es mal. Bei 2, 2-1. Es reicht leider alles jetzt nicht ganz. Schade eigentlich. Meine fast, aber ja, fast ist halt auch nicht ganz. Versorgung ist halt auch nur 4 da. Ich meine, wir. Ja.
Wir müssen mit denen jetzt nicht zwanghaft da reinziehen, weil die Versorgungslage einfach schlecht ist. Sonst nutzen wir die nächsten paar Runden, uns zu verstärken. So, was machen wir eigentlich mit euch? Na, ich bin geneigt, mit denen erstmal wieder in einen Hafen zu fahren und ein neues Landungsboot zu steigen. Und dann auch mit denen die Offensive da zu unterstützen. Hier überall an unserer eigenen Küste? Ja. Wir steigen demnächst einfach in ein neues Landungsboot und helfen da. Dann verstärken wir alles. Keine Ahnung, in 2, 3 Runden greifen wir hier nochmal an. Und sehen dann zu, dass wir die Leute da besiegen können. So, das Korps ist natürlich wieder vollständig verstärkt worden. Wir könnten ihnen kaum Schaden machen, weil den meisten unserer eigenen Einheiten hier Nachschub fehlt. Aber wir können die einfach hochziehen. Krass. Was haben wir? Wir haben hier ganz nette, ausreichende Versorgung dank dem HQ und hier auch den Orten in der Nähe. Das heißt, nächste Runde könnten wir hier wieder attackieren mit so ein bisschen Artillerieunterstützung. Ja, direkt an der Stadt selbst haben wir keine Versorgung leider. Aber deswegen können wir nicht noch so recht, also nicht wirklich noch von der dritten Seite angreifen, finde ich. Muss jetzt so irgendwann einfach mal reichen. So, was haben wir noch? Genau, die gute alte Ostfront. Mich wundert ein bisschen, dass die Österreicher da alle nicht mehr gar nicht da sind. Mal vorsichtig spicken können, was hier los ist. Ah, das ist auf jeden Fall noch ein feindliches Korps. Wieder euch ein bisschen als Vorausabteilung schicken. Ihr verschanzt euch da. Ihr könntet dahin und euch auch erstmal einfach nur verschanzen, dass die uns hier nicht zu nahe kommen, aber wir sie immer freundlich daran erinnern, dass unsere Einheiten ja immer noch hier sind. So, irgendwie fehlt uns hier jetzt natürlich ein Chor. Aber theoretisch wäre das hier ja zum Beispiel über. Ja, stellt euch erstmal dahin und nächste Runde verschanzen wir uns dann dort. Ich bin überlegen, wir haben recht gute Angriffschancen auf dieses österreichische Korps. Könnten einfach mal versuchen drauf zu hauen und sehen, wie das Ergebnis wird. Oh. Mit der Adlerin im Hintergrund wird das Ergebnis natürlich eher unschön. Dann bleiben wir vielleicht lieber schön defensiv und die spannende Frage ist hier bei Warschau. Könnten die einfach stumpf alle hier wieder voll machen. Gut, dann werden wir diese Runde bei den Russen wohl erstmal seit langer Zeit kein Korps zurückkaufen können. Aber dafür ist unsere Frontarmee zumindest einem richtig guten Zustand. Der schwere Bomber. So, das ist immer noch auf 0. Tarnow, die müssten ja langsam Versorgung wiederherstellen, sollen sie aber nicht. Nur damit wir uns da mal einig sind. Ich würde sagen, tendenziell können wir hier einfach erstmal weiterhin sehr gut nur weiter verteidigen. Sehen, ob die alle irgendwie Schützenkram von der Einheit ist irgendwie komplett falsch rum. Gut, das hätte man vielleicht noch richtig biegen sollen. Ansonsten hier. Unsere Reiter bräuchten auch ein wenig Unterstützung. Und sonst halten wir das hier halt erstmal. Es reicht ja eigentlich für den Moment und wir könnten vielleicht hier irgendwann eine begrenzte Offensive hier durchstarten. Vielleicht auch mit den neuen Kurs, die wir kriegen. Nochmal, dass ich hier bequem und wir versuchen da ein wenig durchzudrücken. Was haben wir sonst noch? Ein Zerstörer. Ja, der kann sich hier gerne bequem machen. Ein französisches Schiff, das hier irgendwo spawnen muss, kann ja im Zweifel auch noch damit helfen. Und ein französisches Korps. Naja, unsere Westfront ist eigentlich schon ganz gut gefüllt mit Korps. Vielleicht sollten wir das mittelfristig nach Griechenland verschieben. Wie kommt man dann am schnellsten nach Griechenland? Vielleicht, wenn man hier in den Zug steigt, hier hinten irgendwo aussteigt.
und kurz auf ein Landungsboot hüpft. Dann geht ihr mal dahin. So, ansonsten Westfront außerhalb von Artillerie. Warte mal, dieser Angriff könnte sich lohnen. Jetzt eigentlich, wir sind an der Stelle, wo man ohne Artillerie gar nicht mehr angreifen braucht. Wir haben hier eh nur noch eine Einheit, die attackieren könnte, also sonst lassen wir das mal. Und konzentrieren uns ein bisschen auf die Forschung. Die Briten müssten eigentlich wieder den dritten in der Industrietechnologie stecken. Das würde ich sagen, machen sie auch. Damit wir weiterhin schön viele Punkte haben. 100 sind über. Die Marinewaffen wird langsam mal angegangen. Im Zweifel machen wir hier ein paar Schiffe wieder fit. Zum Beispiel dieses Schlachtschiff. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Deutschen nicht doch irgendwie noch gewinnen. Seeschlachten gehe ich nicht von aus, aber sicher ist sicher. Dann haben wir die Franzosen, die hatten was durchgeforscht. Genau, den Infanteriekrieg zuletzt. Aber wir könnten wieder ein bisschen was reinstecken. Artilleriewaffen sind bald auf Stufe 2, da muss man nichts mehr reintun. Gasgranaten, genau, Grabenkrieg. Ich weiterhin auf Volltempo durchhasten. Und im Prinzip, ja, Führung und Kontrolle. Und schon sind wir wieder am Forschungslimit. Aber hey, da unsere Artillerie und unsere Infanterie bei den Franzosen wird bald sehr, sehr stark sein. Könnten vielleicht noch sehen, demnächst in die Mobilität zu investieren. Und wenn das so ein bisschen durch ist, vielleicht eine Luftwaffe aufbauen. Als nach dem anderen, Italien. Würde gleich gerne noch ein bisschen Diplomatie machen. Die Russen 99. Ja, für die guten Sachen hier bräuchten wir natürlich exakt 100. Ein bisschen unglücklich, aber wir könnten ja... Vielleicht, ja, ich meine, Grabenkrieg wäre schon schön, aber Produktionstechnologie, weil wir ja diese Runde jetzt nicht, aber sonst sehr, sehr viel mit den Russen immer kaufen. Amerika lohnt nicht so. Diplomatie, wir haben die Niederlande jetzt langsam auf unsere Seite gekriegt und ich würde sagen, wir forcieren das jetzt weiterhin. Die Italiener kriegen ja auch gerade jede Runde fast 50 Punkte von den Franzosen, sozusagen für diplomatische Interventionen in den Niederlanden, müssen die Italiener das also nicht selber ausgeben. Bei den Russen sollten wir auch sonst auch mal langsam ansparen. Schließlich auch noch 5 Marken, dann hätten wir pro Runde eine gewaltige Erfolgschance und die für Niederlande vielleicht im Krieg auf unserer Seite mit dabei. Das wäre schön. Also, wir haben ja viele Frontschiffe, waren wir. Eine britische Einheit, die... Oh. Naja. Gut, wir haben nicht mehr genügend Punkte für den Truppentransport. Die können sie dann vielleicht sich auch nach Griechenland begeben. Ansonsten, hier waren wir, da waren wir, da waren wir. Russische Flotte ist nicht ganz so wichtig. Da geht es demnächst so richtig weiter. Griechenland, Hilfe ist mehr oder weniger unterwegs. Okay, ich denke, wir sind an allen Ecken durch und können den Zug beenden. Sinnlose Aufstand in der Cyrenaika, was? Dann ach, noch eine Feinde, Mist. Wir müssen mehr hinschicken. Diplomatischen Erfolg auf die Niederlande, das ist sehr, sehr gut. Wieder 20%. Artilleriewaffen für die Briten, gut. Grabenkrieg für die Italiener, haben die da auch endlich mal die erste Stufe. Sonst nichts weiter. Sehr viele Punkte für alle unsere Nationen. Das sind sehr gute Sachen. Gut, die Cyrenaika, wenn die uns jetzt in Ägypten auf Dauer in den Rücken fallen oder so ein Krams, wäre das unschön. Wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen mehr hinschicken, die das kurzzeitig da dann mal regeln. Und ansonsten, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. Wir kommen hier und da langsam voran und haben auch vor allem sehr, sehr viele Punkte. Dank der Industrietechnologie. Und dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Schaut auch bei Mr. West und den Mittelmächten rein und bis dann.